Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück in Himmelsrand, um genau zu sein, in Hochrotgar. Ja, wir müssen jetzt hier rein. Öffnen wir mal die gute Stube. Und werden auch rasch begrüßt. Da hinten kommt er, der Mann mit dem Pfeil am Kopf. Sieh an, ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, ja. Am Wendepunkt des Zeitalters. Hallo? Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Sehr. Okay. Ein Drachenblut erscheint. Ja, das hat gerade wir jetzt, schon. Am Wendepunkt des Zeitalters. Dein Kollege stand mir im Weg. Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Okay, Schreit uns an und gebt uns eine Kostprobe eurer Stimme. Moment, ich hab die, glaube ich, nicht ausgerüstet. Okay, okay, okay. Moment, ich hab's gleich. Fuß! Ta! Drachen! Ihr seid es. Yes. Willkommen in Hochrotgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Ich folge eurem Ruf, Meister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrotgar begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Oh Gott. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrotgar am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Gut. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als unternommen. Komischer Vogel. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Gut. Ro. Ro. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Okay. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreier. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen.
Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Achso, okay. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Das muss ich machen. Ha, da! Fuß! Na? Gut gemacht. Wieder einmal. Los, ha! Fuß! Und? Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Fuß! Alle drei! Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Komm, wir müssen Bori folgen. Komm, wir gehen nach Hause. Oh, kalt. Schneid. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wult! Wult! Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Wult mit euch teilen. Heile dann bis mit mir. Bori. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Ach, Moment. Den muss ich ja dann noch. Warte, wo ist es? Ach, wo mache ich den? Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Max. Los! Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Gut. Ich bin soweit. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tun erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Okay. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von... Moment. Moment. Hier ist da was.
Mach mal leicht. Aber das wollte ich nicht. Anzeige. Holt das Horn von Jürgen Windhofer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus in Wüstengraf. Okay. Dann machen wir das doch. Lüdi? Das war's? Ich kann mit niemandem mehr quatschen? Alle. Bekloppt. Lüdilein. Sekte. Die Brüder hier. Gehen wir mal zum Himmelsrand. Ah, wir können eine Stufe aussteigen. Machen wir das doch mal. Aufsteigen. 30, 30. Machen wir mal. Magica. Magica ist wichtig. Und wir können 3 Talentpunkte verbessern. Wir sind ja im Moment eher einhändig unterwegs. Deswegen. Kampfhaltung. Komm, was soll's. Weniger Ausdauer ist doch super. Und hier hören wir mal auf und machen dann im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen, macht's gut.